kenne ich. Kein Thema. Ich bekomme den sogar in meiner Farbe. Mann, oh Mann, oh Mann. Ultramodular gemacht. Stabil? Ich weiß nicht. Hier geht's voran. Für sein Wohnzimmer kommt man schon so ein bisschen ins Grübeln. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um Werkstattwagen. Beziehungsweise eigentlich ein Thema, was in dem Bewusstsein oder in dem Wissen der meisten Menschen nicht drin ist. Nämlich so ein Werkstattwagen ist unwahrscheinlich nützlich und kostet weniger als man denkt und kann mehr als man denkt. Deswegen unbedingt dranbleiben, das schauen wir uns gleich mal an. Wir haben heute ein kurzes Video und in dem kurzen Video versuche ich euch immer mal Werkzeuge zu zeigen, wo man erstmal nicht dran denkt, beziehungsweise was man gar nicht so im Kopf hat. Und jetzt könntest du sagen, Mensch, so ein Werkzeug oder Werkstattwagen erkenne ich, kein Thema. Aber ich weiß nicht, ob du wirklich mal darüber nachgedacht hast. Und vielleicht bin ich auch der Einzige, der hier es etwas anders im Kopf hatte, als man das denkt. In der Vergangenheit ist es so, ich habe Werkzeugwagen oder Werkstattwagen immer mit einer Sache assoziiert. Unwahrscheinlich teuer, kann ich mir nicht leisten und nee. Und das ist, glaube ich, ein Fehler. Aus vielerlei Gründen. Aber fangen wir mal erstmal bei der ersten Sache an, die mir total Spaß macht. Und zwar, ich bekomme den sogar in meiner Farbe. Ihr wisst ja, Helden der Werkstatt. Falls ihr den Kanal noch nicht kennt, verlinke ich dir hier oben. Ist ja meine Hauptfarbe Orange. Und dann hier kriegt man den Werkstattwagen wirklich komplett in Orange. Finde ich super mega. Man bekommt ihn hier aber auch in Schwarz oder wie ihr hier drüben seht, auch in Weiß und auch in anderen Farben. Und die Sache ist folgende. Der Werkstattwagen, so wie er hier steht, dieser schwarze, wunderschöne Werkstattwagen, mit, wie ihr seht hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben hier also 6 Schubladen. Und so wie der Werkstattwagen hier steht, ohne diese Einlage, ich nehme das mal ganz bewusst raus und packe das hier drüben rein. So, wir haben also den Werkstattwagen abschließbar, hier oben eine Gummimatte dran. Ich sag mal erstmal nackt, so wie er hier steht. Kostet er so im Bereich 360 bis 400 Euro. Ich glaube, aktuell sind wir sogar nur bei 350 Euro. Schaut mal bitte unten in den ehrlichen Preisvergleich. Da findet ihr den aktuellsten Preis. Und jetzt ist es so, du sagst 350 Euro. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wenn du dein Werkzeug vernünftig aufbewahren willst, brauchst du ja eine Lösung. Das heißt, alle Zangen, alle Schraubendreher und so weiter und so fort in verschiedensten Sachen zu haben, das nervt. Und gerade wenn du zum Beispiel ein Haus hast oder wenn du eine große Wohnung hast, vielleicht auch schon, oder, dann möchtest du das Ganze irgendwo mobil dir auch mit dir hin und her tragen. Und was extrem nervt, ist wirklich eine Sache, nämlich dann hast du das Werkzeug und das und dann packst du das ein in so einen kleinen Werkzeugkoffer und nimmst das irgendwo mal hin, ich brauche noch das und das. Und am Ende hast du eigentlich deine gesamte Werkstatt einmal von A nach B getragen und hast sehr viel Zeit damit verbracht. Und so, dass viele von euch auch irgendwann mal anfangen, Ordnung auch in ihre Werkzeuge zu bringen, teilweise ganz mobil zu machen oder. Und genau dafür ist das die Lösung. Und zwar, wenn du hier im Bereich bei, sagen wir mal, zwischen 350 und 400 Euro mal dir das Ganze anschaust, ist es so, dass ich selbst habe auch so eine Art Werkstattwagen mir selbst gebaut. Das heißt, eine ähnliche Konstruktion, vielleicht ein bisschen breiter, aus Holz, mit Schubladen, mit allem drum und dran. Ja, aber du musst das Holz bezahlen, du musst Rollen bezahlen, du musst auch für die Schubladen noch Holz bezahlen, du musst Schrauben bezahlen und du musst noch die Auszüge bezahlen, wenn du das alles mit vernünftigen Auszügen machst, so wie du es halt hier hast. Ja? Ein richtiger, schöner Auszug, der hier entsprechend auch einhakt. Wenn du das alles zusammenrechnest, bist du irgendwo auch im Bereich zwischen 200 und 300 Euro bei derselben Inhaltsgröße. Denn wenn du das aus Holz machst, ist es auf jeden Fall größer, braucht mehr Volumen. Das heißt, du musst es größer machen, um genauso viel reinzubekommen wie hier. Und am Ende hast du erstens deine Zeit verbraucht und zweitens hast eine Lösung, die auf jeden Fall nicht so kompakt ist wie das hier und nicht so modular ist wie das hier. Und da würde ich sagen, da kann man doch schon drüber nachdenken, es eben nicht selbst zu machen, sondern genau sowas zu kaufen. Weil am Ende des Tages, wenn du überlegst, mit so einem Wagen kommst du viele Jahre. Ich meine, den hast du ewig. Ja? Kommst du extrem weit und kannst dein Werkzeug perfekt aufbewahren. Und genau deswegen sage ich,
da denkt man, glaube ich, gar nicht so schnell daran. Und deswegen ist das aus meiner Sicht eine Sache, die sollte jeder von euch mal überdenken oder darüber nachdenken, ob das nicht genau das Ding ist, um halt auch sein Werkzeug vor allem auch mobil zu haben. Ja? Ich habe das hier alles auf einer Rolle, kann das hier nehmen, kann das irgendwo hinrollen, habe hier hinten meinen Griff dran, ja? Überhaupt kein Thema. Wenn ihr zum Beispiel nicht wollt, dass eure Kinder hier an das Werkzeug rangehen, habt ihr, wenn ich mich richtig erinnere, habt ihr hier ein Schloss und könnt hier das Ganze auch zuschließen. Das ist doch schon eine mega Sache und ist alles gleich mit dabei. Deswegen finde ich das wirklich interessant und lass uns das mal genauer anschauen. Solche Werkzeugwagen sind ja erstmal per se sehr modular aufgebaut. Und ich möchte euch noch ein paar Sachen mal zeigen, wie sie euch auch das Leben erleichtern können. Erstmal habt ihr eine Seite, da haben wir hier den Griff. Ja? Hier können wir das Ganze nehmen und dann irgendwo entsprechend hinfahren. Jetzt haben wir aber hier auch eine Oberseite. Und hier auf der Oberseite gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das hier ist erstmal der Standard. Ihr habt hier so eine Matte dabei. Ich versuche euch das mal rauszunehmen. Ja. Wir haben die Matte, also eine Anti-Rutsch-Matte. Die liegt hier drauf. Ja. Ihr könnt die Dinge ablegen. Wunderbar. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier gleich so eine Holzplatte mit dazu zu bestellen und das hier oben drauf zu machen. Und natürlich kannst du genau diese Platte auch selber machen. Ja, also um Gottes Willen, du brauchst sie nicht hier kaufen. Du kannst das Ganze auch aus MDF zum Beispiel machen oder auf Multiplex und dann sagen, naja, wenn es hin ist, ist es hin, dann mache ich was Neues drauf, kannst hier drauf auch arbeiten. Und übrigens, diese Geräte, also dieser Wagen hat eine Standkraft, wenn ich mich richtig erinnere, von 400 bis 600 Kilo, die man hier draufladen kann. Das heißt, ich kann mich hier draufstellen, ich kann hier auch wirklich drauf arbeiten und kann hier Dinge mit anfangen. Ich kann das Ding voll laden ohne Ende und trotzdem trägt das dieser Wagen. Aber erstmal hier, da ist die Oberfläche, das Ganze kann ich nehmen. So, dann habe ich hier vorne an der Stelle hier aber die Möglichkeit, verschiedene Dinge anzubringen. Wie zum Beispiel hier drüben sehen wir eine Lochwand. Ja? Hier kann ich dann entsprechend Halter anbringen und kann hier mein Werkzeug ranhängen. Das geht entsprechend wunderbar. Wir haben hier auf der anderen Seite, ja, hier haben wir auch mal verschiedene Möglichkeiten. Hier zum Beispiel für Schlagschrauber. Hier kann ich hier meinen Schlagschrauber reintun, kann hier meine Standardnüsse reintun und schon ist das Ganze aufgeräumt. Oder hier kann ich Lappen oder Spraydosen reintun. Hier könnte ich auch irgendwas Höheres reintun, ja, sodass wir hier verschiedene Möglichkeiten haben, das anzubringen. Ich kann das auch etwas höher anbringen, ja, oder entsprechend etwas niedriger. Es gibt hier verschiedene Dinge, die wir hier reintun können. Und deswegen sage ich, das System ist hier an der Seite ultramodular gemacht. Falls ihr euch übrigens die ganze Zeit schon fragt, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Werkstattwagen? Gar nichts. Und zwar ist es so, dass die beiden eigentlich identisch sind, erstmal außer der Farbe. Und wenn man das richtig sieht, ist es so, hier, ihr seht es auch von der Höhe, hier ist genau dasselbe. Sondern hier ist noch ein Aufsatz dabei. Das heißt, ich kann das ganze Teil hier, so wie es hier ist, nehmen. Und ich könnte den jetzt zum Beispiel auch hier rauf tun. Ja, das kann man entsprechend hier, die Erhöhung kann man extra kaufen. Sodass ich dann hier noch einen noch höheren Wagen habe mit noch mehr Platz. Ich finde, in der Höhe macht das mega Sinn, weil da kriegst du dann wirklich alles rein. Weil du hast so viele verschiedene Plätze und Möglichkeiten. Apropos Möglichkeiten, du kannst diese Wagen auch in verschiedenen Konstellationen kaufen, mit 5, 6 oder 7 Schubladen, sodass du da jede Menge Variationen hast, wie du das haben möchtest. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, ich möchte den schwarzen haben, meinetwegen mit 7 Schubladen oder nur mit 5 oder in orangen oder in weißen oder. Wie gesagt, wenn du das ganze Farbspektrum auch mal kennenlernen möchtest, schau mal unten in die Videobeschreibung, da findest du auch alle anderen Informationen, alle Anbauteile und all das, was es so gibt. Und jetzt lass uns mal reinschauen. Komm bitte ein bisschen dichter. Jetzt schauen wir mal hier erstmal an, wie sieht das Ganze aus. Ja? Wir haben hier eine Schublade, ich mach mal irgendeine auf. Ihr seht hier ein bisschen Druck ist hier. So. Oder ich mache nochmal zu. Jetzt will ich zu. Das fällt also nicht einfach wieder auf, sondern ich mache das jetzt auf. So. Und ihr seht hier, wir haben wirklich einen Vollauszug. Das Ganze ist einmal komplett ausgezogen. Das hängt nicht irgendwie so, sondern wir sind wirklich raus. Ihr seht hier, es ist auch wirklich stabil. Ja. Wir haben hier wirklich einen sehr stabilen Auszug und haben hier erstmal so ein Standardsystem. Das heißt, wir haben hier in jeder Schublade auch hier so eine Matte drin.
können wir, die hier drin ist, die dafür sorgt, dass es jetzt nicht verrutscht. So. Ja. Und so sehen denn die ganzen Schubladen aus. Hier, wunderbar. Hier noch ein paar Schrauben mit dabei. Vor allem hier auch der Schlüssel, ja, um das Ganze hier zuzuschließen, liegt natürlich auch mit dabei. So. Wir können aber auch, und das ist eine ganz interessante Sache bei Barco, wir können das natürlich auch bestückt kaufen. Das heißt, schaut mal hier. Wir haben auch die Möglichkeit, so wie hier, das Ding komplett bestückt zu kaufen, mit allem Werkzeug schon mit drin. Das Ganze ist so gemacht, dass man es auch einfach rausnehmen kann. Und hier sind jeweils die Werkzeuge rausgefräst. Das heißt, wir haben hier die, das Ganze wirklich perfekt. Und du siehst genau, deswegen ist es übrigens auch zweifarbig, sondern nicht, dass es nur schwarz ist, sondern schwarz und rot. Wenn du das hier jetzt schaust, hier fehlt was. Ja, du siehst genau, da fehlt was und da muss wieder was rein. Und das weiß ich gerade nicht. Irgendwas fehlt da. Das muss Daniel gewesen sein. Ich war es nicht. Aber was auch schön ist, das ist so gemacht, dass du hier drauf drücken kannst und dann kannst du es super rausnehmen. Das heißt, du musst es nicht rausfriemeln. Schaut mal hier. Das Ganze ist hier ein bisschen vertieft reingefräst. Ja. Das Ganze hier mal in einer Ausstattung. Hier seht ihr das Ganze nochmal für so etwas. Also wir haben hier wirklich sehr schön das Ganze hier drin. Können das rausnehmen und sehen, ja, hier geht's voran. Finde ich wirklich schön. Und jetzt lass uns auch ruhig mal die andere Schublade angucken. Wir haben hier etwas tiefere, ja, etwas tiefere Schublade, wo man schon einiges reintun kann. Und dann auch noch hier unten die, eine ganz tiefe Schublade. Schaut mal hier, wo man wirklich alles Mögliche reintun kann von der Tiefe. Und sei es, dass man sagt, ja, da ist mein, weiß ich, das sind ganze Getränkekisten, kann man da reintun oder wirklich Dinge, die, wo man sagt, ja, die kriegt man sonst eigentlich schwer unter. Und das ist etwas, wo ich sage, in Summe ein echt tolles System und 350 Euro sind eine Menge Geld, aber ich habe hier, ich kann einfach das Ding kaufen und habe eine Lösung. Und das ist das, was ich persönlich sehr gern mag, weil ich mag es auch, mich mit meiner Werkstatt zu beschäftigen. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich heute meine private Werkstatt nochmal bauen würde, würde ich auch sehr viele Schubladen, Systeme und alles Mögliche machen. Ich würde mir aber mindestens einen Werkstattwagen, so wie diesen hier, zulegen, wo ich sage, das ist mein Basiswerkzeug. Wenn ich irgendwo auf dem Grundstück arbeite, dann nehme ich diesen Wagen, nehme ihn an die Hand und fahre irgendwo hin, kann hier oben drauf, selbst wenn ich sage, ich brauche das hier nicht, kann ich mir hier einfach mein Werkzeug hier rauf tun. Hab hier vielleicht auch meinen Akkuschrauber, meine Schrauben oder was ich gerade so brauche zum Arbeiten hier oben drauf und kann loslegen. Und deswegen sage ich euch, denkt mal drüber nach. Ja? Und ihr müsst, ich sage ja nicht, ihr solltet es hier kaufen, sondern nur mal drüber nachdenken, ob das etwas ist, was für euch interessant ist. Weil ich habe immer gedacht, nee, das brauche ich nicht. Eigentlich ist das ja Quatsch, weil preislich steht es in keinem Verhältnis. Wenn du es aber gegenrechnest zu was Selbstgebautem, kommt man schon so ein bisschen ins Grübeln. Das hier wollte ich übrigens noch zeigen. Finde ich mega sinnvoll, so ein Sortiersystem. Kann man auch als Zubehör dazu kaufen. Ich kann das hier einfach hier rausnehmen, ja, und hier reintun. Oder kann auch sagen, Mensch, hier brauche ich was Größeres. Kann das hier entsprechend sortieren. Hab hier meine Fächer und habe hier wirklich ein schönes, integriertes Sortiersystem einfach gleich mit dabei. Und weil ich es vorhin ganz vergessen habe, ich habe ja gesagt, hier drüben gibt es ja das System mit der Lochwand. Und ich bin eigentlich ein sehr großer Lochwand-Fan. Haben wir hier verschiedenste Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel hier lange Haken, wir haben ganz kurze Haken, hier mittellange Haken, die wir da auch anbringen können, sodass wir wirklich die Möglichkeit haben, diese Wand auch sehr flexibel zu gestalten. Man kann zum Beispiel auch seinen Akkuschrauber daran hängen, ja, oder seine zwei oder drei Akkuschrauber. Denkt dran, immer drei Akkuschrauber. Was ist das hier? Drei Akkuschrauber. Ihr wisst, was ich meine. Und deswegen finde ich das System interessant oder allgemein solche Systeme interessant. Du kannst es dir gestalten, wie du möchtest. Du kommst aber auch erstmal schon mit so einem Basiswagen wie dem hier super zurecht.
Und ich habe gerade Christoph erzählt, dass ich einen Bericht gelesen habe, wo jemand genau diesen Wagen, also nicht exakt meinen, aber so einen schwarzen Wagen genommen hat für sein Wohnzimmer. Er hat nämlich Folgendes gemacht, und macht das jetzt nicht nach, aber er hat Folgendes gemacht, er hat gesagt, okay, ich brauche einen schönen Servierwagen, wo ich Dinge, wo ich mein Whisky drauf lagern kann und da drin und, da, also und so weiter, war, ist ein Werkzeugfan. Er hat gesagt, okay, ich nehme den schwarzen, vielleicht, das hier unten ist foliert, also im Zweifel, ja, kann man unten auch die Folie abmachen. Und dann habe ich einen neutralen Wagen, der schon Hochglanz überall ist und der sich schon eigentlich sehr schön macht. Ja? Und hat dann da seine entsprechenden Dinge drin. Ist vielleicht nicht eine, jedermanns Sache, aber ich finde es interessant, auf welche Idee manche Leute so kommen. Weil eine Sache muss man wirklich sagen, die sehen mega hochwertig aus. Also das traut man solchen Wagen gar nicht zu. Und ich finde gerade für mich, also der hier in Orange, der hat es mir wirklich angetan. Ich freue mich, dass der jetzt hier in der Werkstatt bleibt. Übrigens noch mal ein kleiner Tipp, wir haben hier auch Gummiecken, um entsprechend nicht irgendwo gegenzustoßen. Ja, das Ganze kann man übrigens auch austauschen, wenn mal was ist. Oh, jetzt kriege ich es gerade nicht ab. So. Ja, wenn mal was sein sollte, auch das ist austauschbar. Und deswegen sage ich, mega modular, sehr interessant. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Schreibt das mal unten drunter. Ich bin übrigens auch sehr erstaunt, wie stabil diese Biester hier sind. Mann. Insofern, ich bin überzeugt, ich werde die auf jeden Fall nicht mehr hier rauslassen. Und ich brauche ja, ihr wisst ja, ich brauche jetzt wirklich Menge Stauraum. Jetzt aber Schluss, aus, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.